So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ups, Alarm. Haben wir fast verschluckt. In der nächsten Folge von Mordors Schatten. Wir wollen Saurons Armee ein bisschen auf den Nerv gehen. Und wir wollen uns mal angucken. Hier hinten die Ecke würden wir gerne ein bisschen aufmüpfen. Wir werden uns jetzt vielleicht erstmal den Kollegen schnappen und dann das. Und dann werden wir hier so langsam durchsneaken und uns einen nach dem anderen schnappen. Gerade von etwas kleineren Häuptlingen. Oh. Was? Wir probieren's. Oh. Diese herrenlosen Monster haben keine Chance. Ja. Das sehe ich ähnlich. Guck mal, der hat jetzt ein ernsthaftes Problem. Das war jetzt doch irgendwie einfacher als gedacht. Weg ist er. Ich sollte öfter mal zwischendrin was essen, wa? Den wollen wir uns nämlich auch noch schnappen. Den eher nicht so momentan. Den würde ich mir gerne noch schnappen. Der ist nämlich in der gleichen Ecke wie der. Und der ist, weiß ich noch gar nicht so genau. Zumindest würde ich mir auf der Karte gerne noch den Teil hier snacken. Dass wir quasi einmal hier rein loopen. Wobei ich glaube, wenn wir hier lang hopsen, wäre das cool. Aber dann können wir uns hier dieses Isildien und das Artefakt holen. Und hier nochmal das Isildien. Und dann hier nochmal ein bisschen vormarschieren. Den Ghoulen will ich eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, wenn ich ehrlich bin. Der hat mich jetzt einfach mal prinzipiell gestört. Und da hinten muss ich jetzt irgendwie lang und hier unten sitzt auch noch einer. Ich habe noch ein Duell gewonnen. Schon bald wird keiner mehr gegen mich kämpfen wollen und ja nur mir Leben fürchten. Das stimmt schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Irgendwie sehr beklemmend, aber hey. In der Richtung ist irgendwie mein Ziel, ne? Wo ich jetzt hingucke. Das heißt, hier, genau da. Jawohl. Ja, nee, lass mal. So, hierhin, dahin. Was habe ich da gerade gesehen? Yeah.
Meiner. Und mit dem reite ich jetzt dahin. Rabatz. Das mag ich sehr. Wo muss ich ihn jetzt eigentlich hin? Genau, hier hin, dahin, überall so ein bisschen. Das heißt, wir klettern da lang. Unsere Karagor macht erstmal ein bisschen Stuff gut. Vielleicht da jemand umher? Natürlich. Was soll denn die Frage? Oh ja, komm, den holen wir uns. 50 Belohnung, so mag ich das. Neues Wörtchen. Da habe ich ein Wörtchen mitzureden. Sehr, sehr cool. Was ich brauche, sind erstmal ein paar Pfeile. Los, weil wir ihn nicht gesehen haben. Ja, ja, das habt ihr alle. Ihr habt mich alle mal atmen hören. Das gehört man. Warn sicher nur. Bleibt wachsam. Es könnte zurückkommen. Ihr treibt dich an Mörder. Oh ja, das tut er. Und ein guter noch dazu. Ich habe keine Pfeile mehr, das ist ein bisschen doof. Ich müsste hier auch mal ein paar Rücklinge ausschalten. Die sind... Der ist da. Ich will aber erst, dass der Karagor noch ein paar Leute platt macht für mich. Und irgendwo hier müssen noch Pfeile sein. Zum
Gnadstug. Ach ja, der Sänger. Zurück. Haben wir hier sonst noch wen gehabt? Hallo. Wer bist du? Da müssen wir uns woanders nach einem Kampf umsehen. Hier warst du nochmal? Hallo, guten Tag. Schön, dich kennenzulernen. Das Schlimmste an diesen Bleichhäuten ist, dass sie sich immer müde stellen, die faulen Säcke. Sowas machen die, ja? Das ist ja schrecklich. Weiß ich wirklich nicht, wie ihr damit klarkommt. Ich mache alles am Tag der Krieger. Das stimmt natürlich. Aber ich muss hier mit ein bisschen mehr Strategie vorgehen, habe ich so das Gefühl. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. Wenn da etwas war, sollte es sich fernhalten. Sollte es. Warum flehen die Sklaven andauernd um ihr Leben? Haben wir eigentlich hier noch irgendwie Pfeile? Damit sie leichter entkommen können. Wer bist du? Oh nein, der schon wieder. Krim, der Untötbare. Ja, das Gefühl kenne ich. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Nahtstug. Da sind mir aber ein paar zu viele von denen. Oh ja, das mag ich. Hier drüben hat irgendwer gemordet. Was? Das lief doch fast gut. So, wir decken uns hier mal. Und schauen mal, dass wir vielleicht hier außen... Oh ja. Schluss mit diesem Gehüpfe! Wenn mein... Das hast du schon versucht! Mensch, Snapchat! Ja! Ich habe dich gejagt. Zeit, dein elendes Leben zu beenden. Genau. Dann muss ich dich leider enttäuschen. Mein Sieg. Wir werden dich überrennen!
viel zu scharf! Du wirst niemals überleben! Wir zermalmen dich! Zack! Und ha! Zack! Das war schon mal das. Jetzt hören wir uns da hinten noch die Punkte. Das lief echt gut. Wir sind erst ein bisschen sneaky rangegangen und dann so voll in die Bresche. In die Bresche? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Fürs Schwertkämpfen haben wir eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Was haben wir da? Urfael. Erhöht den Nahkampfschaden bei mittleren Trefferserienwerten 15 bis 29 um 14%. Gewährt Zugriff auf die legendäre Waffenfähigkeit von Urfaels Sturm. Chance von 20% kritische Treffer mit dem Schwert Gegner anzünden und die Flamme der Klinge orange brennen. Ich bin interessiert. Red weiter. Flamme von Arnor. Ach, haben wir schon. Okay, das ist ja cool. Das gefällt mir. Das ist nett. Je grausamer du kämpfst, desto mehr Sklavenfleisch bekommst du als Belohnung. Das stimmt schon. Schleicht hier jemand herum? Vielleicht. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Jemand hat ihn getötet! Hallo! Huchi! Dieser Uro wurde erschlagen! Genau! Ich habe genug davon! Da sollte man mal was unternehmen! Mal so ein bisschen in der Gegend rum, nicht wahr? Ist mir egal, was es war. Zurück an die Arbeit. Frag mich, was diesen Narren getötet hat. Wir können eine Fähigkeit freischalten. Wir haben. Geister-Todesstoß. Okay, das ist krass. Das ist ein bisschen dolle krass, oder? Was bist du, Schulterstoß? Ja, krass, nett. Achso, die Kampfaufzierung. Ja, die will ich haben. Danke! Halt! Ich habe etwas gesehen. Nein, du hast gar nichts gesehen. Ich bin ein Schatten, der die Nacht durchflattert. Du willst immer noch kämpfen? Dann bin ich dein Gegner. Was war das für ein Geräusch? War keins. Ratten! Waren wohl Ratten, ganz sicher. Dabei habe ich noch so eine scharfe Klinge. Beim nächsten Mal ist er tot. Das sehe ich auch so. Wir werden schon bald genug zu kämpfen. Das hört sich nicht gut an. Das sehe ich auch so. Zack. Ich wollte doch meine Klinge ausprobieren. Weg war er. Warte! Ich rieche etwas. Zack. Ich schätze, der Mörder ist weg. Ich zeige dir die wahre Stärke.
zack, der nächste. Zack. Zack, der nächste weg. Mann, 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 hier ist heute ein Schlachtfest. Zack. Entschuldigt, ich muss hier mal durch. Ja, hallo. Wir besingen die Tod des Waldläufers. Ja, auch das. Dennoch, bleibt wachsam. Ich müsste hier mal ganz kurz durch. Danke. Nein. Genau. Das sehe ich ja ganz genauso. Ich wollte nur wissen, wie ihr darüber denkt. Genau. Ich würde gern mehr über den Kollegen wissen. Ist aber auch nicht sehr hübsch. Pfeile. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Merkt ihr, ne? Ich bin so richtig klein und sneaky unterwegs. Jo. Das hast du sehr gut erkannt, Kollege. Und hier irgendwo muss es Pfeile geben. Was war das? Dieser Uruk war ohnehin überflüssig. Oh ja, das war ein ganz schlimmer Uruk, war das. Den wollte keiner mehr haben. Habe ich ganz oft schon gesagt. Den hätten wir uns so oft sparen können. Ich würde gern wissen, wo hier die Pfeile sind. Ich brauche Pfeile, Kollege. Mann, Kollege, ich brauche die Pfeile. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben, heißt das nicht, dass er nicht in der Nähe ist. Ich schwöre, ich habe ihn atmen hören. Das war der Wind. Wasch dir die Ohren, du stinkender Narr. Der Wind, der Wind, ich bin das Hirschkind. Ich bin der Tark, ich komme euch zu töten. Ja. Sicher doch. Komm und hol uns, Made. Das werde ich dann auch vielleicht tun. Mein Verstand spielt mir Streiche. Zurück an die Arbeit. Okay, die da drüben sind ein Problem. Das sehe ich ein. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier Pfeile finde. Diese Kugel kam aus dem Nichts. Da unten. Hab mich aber nur ein paar Mal erwischt, bevor ich sie quälen konnte. Das ist echt doof. Das sehe ich ja ein. Alles kein Ding. Norsko sagt, es stünde frisches Fleisch für uns bereit. So richtig frisch? Mit Ork-Tak habe ich kein Mitleid.
Er hat den Tod verblind. Geschieht ihm recht, wenn er sein Schwert nicht... Ach, sag doch sowas nicht. Das ist nicht nett. Das. Sowas sagt man nicht. Nicht mal über einen Ork. Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor Wenn es wiederkommt, töten wir es. Ach ja. Den Satz habe ich ja schon oft gehört. Wo bist du vorhin hingelaufen? Mit einem dieser geflohenen Menschen hinterhergejagt. Haben wir zufällig noch irgendwo ein Pfeil für mich rumliegen? Nein? Ist es ja doof. In Mordor überlebt man nur, indem man jede Bedrohung tötet, bevor sie dich töten kann. Ganz genau. Versucht man nicht zu bedrohen, dann siehst du, was passiert. Das passiert, wenn man dich bedroht. Das ist traurig. Warum hat mir das keiner früher gesagt? Komm schon, ich muss meine Speerkünste trainieren, indem ich meinen Speer auf etwas werfe, das richtig blutet. Ich habe keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Nur einer von ihnen kann dich in Stücke reißen. Und fertig. So, jetzt hopsen wir hier wieder hoch. Und so füllen wir nach und nach unsere Pfeile auf. Hab gehört, es sind noch mehr Krieger hierher unterwegs. Ach ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ach nee, Ork. Ich wusste nicht, wie das richtige Hauptmann loswerden. Aber dann hat es ein Grauch für mich getan. Hat ihn in zwei Teile gerissen. Ach, hör doch auf. Erzähl doch nicht sowas. Sonst sind diese Menschen so schwach. Jede Kreatur, die sich vor ein bisschen Regen und Kälte schützen muss, ist offensichtlich nicht sehr stark. Sagten die Kreaturen, die vor Sonnenlicht geschützt werden müssen, ne? Der Waldläufer glaubt, er wäre in einer Höhle vor uns sicher. Naja. Also Höhle nicht direkt. Hätte jetzt eher so an einen Turm gedacht. Aber Höhle ist ein guter Call. Also ich werde drüber nachdenken. Ich bin ganz nervös. Sagt er, der Gule. Was ist das? Was? Er ist tot? Und zack! Ich zerstöre dich!
Zack, zack, zack. Ich hol besser Verstärkung. Jawohl, du bist mein. Den schnappen wir uns. Ich will Infos. Jawohl. Und der ist tot. Zack. Der Grabwandler kann nicht so übernatürlich sein, wie die Orks glauben. Der ist aber sehr übernatürlich, wenn ich das mal so sagen darf. Was macht ihr hier? Ich werde hier einfach alles und jeden aufzehren, ne? Einfach alles und jeden. Diese ganze Festung wird leergeräumt. Guten Tag, ich bin der Stanislaus. Guten Tag. Guten Tag. Schleicht da jemand umher? So, wir haben fast die ganze Festung leergeräumt, ne? Ich höre schon Stimmen. Ich will auch einen zünftigen Kampf haben. Ja, wer will das nicht? Ach, komm schon. Okay. V. X. Wer bist du? Nicht der schon wieder. Also wir haben hier in der Festung, haben wir die Möglichkeit... Ich glaube, so viele umzubringen wie noch nie zuvor. Oh ja, wir kriegen das hier hin. Wir sind cool, wir sind hier. Wir sind krasser als die anderen vier. Ich hab gehört, der Grabwandler kriegt das Spiel der Ort und behält ihre Skypes als Kopf. Hallöle. Ich bin's, Joachim. Beachtet mich einfach alle gar nicht. Jawohl. Ich bin der Menschenabschau. Du bist irgendwie mutig, edelmütig, aber du bist davon gerannt wie ein elender Feigling. Ob wir das schaffen oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Folge, denn wir sind bei der 34-Minuten-Marke und naja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Es sind nämlich 3 Tage an einer Sondersession. Damit vielen Dank fürs Zuschauen. Einschalten, wissen, wie es weitergeht und bis dann. Tschüss.